Ihr Lieben, wir sind in Holland bei der Firma Heil und wir dürfen die Produktion und wo diese ganzen Blumen in diese vielen Kisten verpackt werden, das dürfen wir alles angucken. Und da, ich habe gerade gefragt, ich darf euch da mitnehmen und ich darf auch Fotos zeigen davon. Und da beginnt jetzt gleich die Führung. Also finde ich selber total spannend und wollte ich schon ganz lang mal hin, weil ich bin über 2 Jahre schon Kunde hier. Und die fahren hier immer nachts, die Blumen. Ich darf 3-mal die Woche bestellen. Die werden nachts gefahren und kommen dann in der Nacht in den Laden. Das ist also eine ganz spannende Geschichte und da steckt wahnsinnig Logistik dahinter. Aber bevor wir in die Details der Blumenlieferung gehen, die ja super interessant wird, haben wir noch hier einen schönen Besuch beim Keukenhof. Und wir haben uns von diesen wunderschönen Blumen, ja wahnsinnigen Blumenrabatten, haben wir ganz viele Eindrücke. Ich habe super viele Fotos. Da gehen wir jetzt mal rein und dann zeige ich euch mal, wie toll diese tolle Blumenausstellung ist. Der Keukenhof ist eine riesige Ausstellung oder beziehungsweise die Zwiebelproduzenten, die stellen hier ihre Blumen aus. Und das Interessante ist, dass hier über 7 Millionen Tulpenzwiebeln, Narzissenzwiebeln und andere Zwiebelblumen wie Kaiserkronen werden jedes Jahr gesetzt. Die werden jedes Jahr neu gesetzt, weil wenn man die Zwiebel in der Erde lassen würde, dann kommen nur etwa 80% oder auch 80% der Blühkraft der Pflanzen wieder. Das heißt, die werden jedes Jahr im Oktober und November auf die Erde aufgelegt. Und damit sie diese 2 Monate blühen, die der Keukenhof geöffnet hat, werden sie entweder auf einmal gepflanzt und in verschiedenen Tiefen, ja, damit wird es dann erreicht, oder es wird tatsächlich nachgepflanzt. Es ist also ein unglaublicher Aufwand, der hier betrieben wird für diese wahnsinnig tolle Blumenschau. Hier sieht man die wundervollen Narzissenfelder und im 15. Jahrhundert war hier noch alles unberührte Natur. Und dieses Landgut wurde dafür genutzt, Kräuter für die Schlossküche anzubauen. Und daher kommt auch der Name Keukenhof, das heißt nämlich eigentlich übersetzt Küchengarten. Und erst später haben die Hoflieferanten ihre Zwiebelblumen zur Schau gestellt. Und jetzt habe ich hier einen wunderschönen Ausflug in den Pavillon Oranje-Nassau, wo die schönsten Orchideen zur Schau gestellt werden, Orchideen und Anthurien. Das ist nur ein kleiner Bruchteil dieser traumhaften Blüten, aber ich musste die besondersten Sorten, die musste ich einfach aufnehmen, um sie euch zu zeigen. Hier in Keukenhof werden 7 Millionen Tulpenzwiebeln im Oktober und November gepflanzt, alle von Hand. Und man sieht hier, dass Holland ein riesen Exporteur von Blumenzwiebeln ist. In der ganzen Welt werden für 681 Millionen Euro werden Tulpenzwiebeln produziert. Davon aus Holland 62%, fand ich auch sehr interessant. Und das meiste geht in die Vereinigten Staaten, aber Deutschland ist zweitgrößter Abnehmer in der Welt für Blumenzwiebel. Ja, und die Blumenzwiebel sind nicht nur Tulpen, das sind Hyazinthen, Narzissen, Lilien, Tulpen und gibt es noch andere Blumenzwiebel. Maiglöckchen, Fritillaria und andere. Aber nach dieser tollen Tulpenschau geht es nun endlich zum Holländer. Hier sind wir jetzt in dieser großen Halle, wo die ganzen Wannen von den Gärtnern kommen. Und man sieht hier auf diesen Regalen ist die Ware, die von den Gärtnern kommt. Hier ist eine ganze Wanne zum Beispiel nur mit Rosen. Und in der Mitte die Wannen,
Dies werden tatsächlich dann auf die Floristen verteilt. Und hier gibt es dann so nette Laufbänder. So, hier sieht man dann die Kistenfarm. Wo ist eine? Da fährt eine, da oben. Und die werden dann hier von den Sortierern, da kommen immer Wannen in die Seitenarme. Und da werden dann, da oben fahren wieder zwei, da werden die Wannen dann bestückt und fahren immer in die Seitenarme raus und werden von den Packern, im Moment noch nicht so viele da, es ist auch erst morgens, werden dann von den Packern gefüllt für die verschiedenen Floristen. Hier gibt es dann die Platznummern, wo die Wannen alle stehen. Das ist eine Wahnsinnslogistik, das ist echt der Oberhammer. Also wir haben gerade mal gefragt, warum es hier noch so ruhig scheint. Und also im Moment ist es so, es ist jetzt hier 11 Uhr morgens. Und im Moment ist es wirklich so, dass die ganze Ware in den Wannen reinkommt. Es liegen natürlich Bestellungen vor, aber die Logistik ist hier so, da hinten läuft auch jemand, ja. Es ist hier so, dass die Floristen bis 17 Uhr bestellen können. Und hier ist dann natürlich nachmittags und abends ist hier Hochbetrieb, damit alles in diese Wannen kommt und damit alles zu den Floristen kommt pünktlich. Und dann geht hier echt der Punk ab, aber im Moment sind die einfach noch bei der Warenentladung. Ja, das ist jetzt so der große Punkt. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Das sind Rosen, die tatsächlich mit Schokolade sind. Ich würde sie nicht kaufen, aber man sieht hier, sie werden bestellt. Also tatsächlich gibt es auch davon zwei Punkt hier. So, hier kommen die Wannen angeflitzt. Zack, ah, das war jetzt eine leere, aber gerade kam auch eine volle vorbei. Und die fahren dann hier hoch und fahren zur Verladung. So, wenn sie dann fahren zur Verladung hier weiter ins nächste Stockwerk. Und hier kommt jetzt, genau, zur Abwechslung. Oh, die ist abgebogen, schade. Da war eine volle Wanne. Interessanterweise, es ist hier eisig kalt. Hat hier 3 bis 4 Grad, habe ich gerade gehört, damit die Blumen gut halten. Also es ist hier kälter als in Deutschland. Das ist echt der Wahnsinn. Also unglaublich, auch für die Leute, die hier arbeiten, die müssen sich hier richtig anziehen. Also was hier auch erste Sahne immer ist, sind hier die Gerbera. Da sieht man auch, wie wunderschön. Die sind hier so verpackt, dass die wirklich einzeln in der Packung stehen. Ja, und die gibt es natürlich in den schönsten Farben. Und was auch ganz toll ist, sind diese Kranzen. Ja, die halten aber leider nicht so lang, finde ich, wie die anderen. Aber sie sind wunderschön. Hier sieht man also diese ganzen Gerbera-Pakete, die in den Eimern stehen. Ja, Reihe für Reihe, Etage für Etage. Das ist der Wahnsinn. Vielleicht auch noch ganz interessant mal zu erwähnen, gerade die Germini und Gerbera, wie die verpackt sind. Die sind jetzt also hier in so einem Karton und man sieht jetzt hier von hinten, sind alle einzeln durchgefädelt. Die sind also so verpackt, dass die wunderbar geschützt sind für den Transport und dass jede einzeln ihr Plätzchen hat. Also ist ein richtiger Luxus, sozusagen ein Einzelabteil zum Reisen. Und die kommen immer so in diesen Karton. Ja, wirklich durch die ganze Welt geknarrt. Und zum Thema, naja, um die Transportwege etwas zu verkürzen, das ist jetzt eine Ranunkel, die auch aus Holland kommt. Also sehr, sehr schön und die kommt eben nicht aus, ja, aus Übersee, sondern die ist wirklich hier heimisch gezogen. Und natürlich kommen viele, viele, viele Blumen aus den holländischen Gewächshäusern. Aber das sind jetzt Wege, die sind doch überschaubar und ist doch für die Umwelt verträglicher. Im Gegensatz zum Beispiel zu einer solchen Blüte, das ist eine Kapflora, ein Nadelkissen, die Protea, die kommt also meistens aus Südafrika. Aber es gibt dann sehr schöne Tulpen, das ist ja jetzt hier die Naturfarbe, so wie wir es ja alle kennen. Und dann gibt es natürlich noch einen ganz neuen Trend, den finden die Kunden eigentlich extrem selten bei mir und das zeige ich euch jetzt gleich. Das sind nämlich hier gefärbte Tulpen. Das ist also echt spannend. Das sind Tulpen hier. Die sind tatsächlich gefärbt. Es gibt Kollegen, die sagen, dass Kunden da nachfragen und dass die das wollen. Ich bin da ehrlich gesagt, ich mag es nicht so. Ja, das sind Tulpen. Die sind weiß und man sieht auch an den Blättern. Ja, wenn die nicht gefärbt wären, dann wären die Blätter grün. Ja, und so sind die Blätter natürlich ganz anders. Und dann werden die also hier rosa und die nächsten. Dass wir das Video hier drehen im Laden, habe ich sowas nämlich nicht.
die sind wirklich schwarz gefärbt. Und am Schluss kommt dann eine graue Tulpe raus. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Meine Meinung habt ihr jetzt ja so durch die Blume mitbekommen. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall gezeigt haben. So, Tulpen, Tulpen, Tulpen. Wahnsinn. In allen Schattierungen. Tulpen in ihren Wannen. Ich führe euch mal so ganz kurz entlang, weil ich hoffe, ich störe hier keinen, weil die arbeiten hier natürlich dazwischen. Das ist alles. Das ist ein bunt gemischte Orange. Das ist Papageientulpen in Rot. Ja, das ist jetzt mal natürlich. So. Hier ist jemand so fleißig und trägt auch die Wannen. Hier ist eine schöne Crispy-Tulpe in Lila. Also, ich glaube, es bleiben hier keine Wünsche offen für irgendwelche Blumenbegehren. Hier noch in Weiß eine schöne Tulpe. So, jetzt muss ich schnell weiter. Weil hier werden nämlich die Wannen, die werden jetzt hier alle auf die Stapel getragen. Und das ist jetzt die Warenanlieferung, von der die sprachen, weil hier wird jetzt alles, was an Ware kommt, verteilt. Und die haben Kopfhörer, damit die wissen, wo das alles hinkommt. Aber es werden nicht nur Blumen bestellt, habe ich gerade gelernt, es wird auch Käse bestellt. Sehr, sehr viel. Und es gibt ja noch eine bestimmte Logik, weil es gibt hier links und rechts, Moment, muss mal gucken, links und rechts des Bandes gibt es Wannen, die geladen werden. Und hier auf dieser Seite sind die ganzen schweren Produkte. Mal schwer ist natürlich so ein Hyazinthenpaket. Oh, jetzt muss ich hinterher. Und die leichten Produkte sind auf der anderen Seite und die werden dann danach geladen, damit die, die empfindlichen Sachen nicht verdrückt werden. Spannend ist, dass es hier einen professionellen Fotograf gibt, der jedes Produkt, das kommt, immer ablichtet. Und das wird dann wirklich, also von dieser Charge gibt es dann die Fotos für uns Floristen im Webshop zum Aussuchen. Finde ich total super. Kleiner Spaß am Rande. Es gibt dann an Ostern für uns in den Kisten Ostereier. Und es sind nicht nur eine Reihe, es sind alles die Ostereier, die die Firma für uns als nette Überraschung hier reinmacht. Ich freue mich schon auf Ostern. Das ist jetzt auch total spannend. Das ist jetzt also die Schleuse, wo die Blumen, man sieht hier jetzt also so einen großen Zug, wo die Blumen von der Versteigerung kommen. Die werden dann hier abgeladen. Das sind also diese großen Wegen ja, mit diesen Holland-Eimern. Hier wird alles abgeladen. Hier drin wird alles. Dann kommen die Wägen an, die Ware wird kontrolliert und hier geht dann alles so langsam in diese Wannen, wo wir drüben waren, in die Wannen, wo dann die Ware ausgepackt und verteilt wird und wo das dann auch in, ja, erstmal ausgepackt und dann natürlich später in die einzelnen Kisten mit den Bestellungen, wo das reingepackt wird. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Warenankunft. Blumen, 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 Blumen. Wahnsinn, so weit das Auge reicht, dass hier alles reinkommt. Unglaublich. Die im letzten Transportband, da werden die Eimer, wenn die da jetzt hochfahren, automatisch leer gekippt. Sonst müsste ja jedes Mal jemand den Eimer in die Hand nehmen und müsste den leer kippen. Achtet jetzt, kommt gleich. Zack. Und der ist der Eimer. Ja, also schon interessant, ja, weil das ist natürlich alles unglaublich viel Arbeit. Jetzt ist der nächste. Hoppa, und schon ist er. Ja, und hier ist jetzt so eine Station, da kommen jetzt die ganzen Blumen von den Wegen, die werden aus den Eimern raus, die kommen auf die Bänder und dann kommen sie in die Kisten rein, wo sie verteilt werden. Und da wird auch nochmal extra mit dem gebläten Wasser rausgemacht, weil in der Halle, wo sie gekühlt sind und gelagert werden, da soll wirklich wenig Feuchtigkeit sein, wenig Temperatur, wenig Feuchtigkeit. Also gut für die Haltbarkeit von Blumen. Also der nächste Wagen. Hier also mit ganz vielen Blumen. Hier
sind wir jetzt also in der Ebene, wo tatsächlich mit Topfpflanzen alles per Hand passiert. Ja, hier kommen die ganzen Pflanzen, gibt schon Geranien, Wahnsinn, so früh. Hier sind die ganzen Pflanzen, die alle auf die Wegen gepackt werden. Ja, und man sieht hier, genau, es ist jetzt hier nur ein Gang von ganz vielen. Und hier vorne, da wird es dann also so langsam spannend, weil von oben kommen die Wannen, das ist jetzt noch morgens, nachmittags kommen da viel mehr, und oben kommen die Wannen angefahren, die gehen dann nach hier vorne. Und hier, ja, da stehen dann die Wannen auf diesen ganzen Plätzen, ja, die haben also alle Plätze zugeordnet, und hinten sind die Schleusen, ja, hier sieht man jetzt, wie die so langsam runterkommen, werden auf die ganzen Plätze gestellt, und da hinten sind dann die Schleusen, wo die in die LKWs verladen werden. Und wenn dann in Deutschland gibt es dann Umpackstationen von den großen LKWs, und da werden die dann an die ganzen Floristen, ja, verteilt und verladen. Ich staune, ich bewundere die Floristik. Es ist echt der Hammer, wie das alles hier läuft und wie das automatisiert ist. Und das ist ein Unternehmen, das ist halt über 50 Jahre hier gewachsen. Ja. Und das kann man nicht so schnell aus dem Boden stampfen, denke ich. Nochmal so ein kleiner Kommentar von mir zum Thema Recycling. Also alle Wannen, in denen hier die Blumen kommen, die werden alle immer wieder verwendet. Das heißt also, die werden nicht entsorgt, und auch die Pappe und alles, was wir an Folie und so, die Verpackung, die schicken wir der Firma zurück, und das wird auch gut recycelt. Ich finde es auch ganz toll, dass diese Wannen eben immer wieder in den Umlauf gehen. Ja, weil es ist aus Umweltaspekten ist das natürlich eine sehr schöne Sache, diese wiederverwendbare Wanne. So, ihr Lieben, also das war jetzt unsere Tour hier in Holland. Wir haben jetzt wahnsinnig viel gesehen, es sind tolle Eindrücke. Ihr wisst jetzt, wo diese Wannen, ja, wie der Prozess ist, wo diese Wannen herkommen, die wir so im Laden bekommen. Das ist also eine Einkaufsquelle. Die andere ist natürlich auch der Großmarkt. Ja, es gibt viele, viele Stellen, wo wir unsere Blumen herbekommen. Aber das war jetzt einfach so ein interessanter Einblick auch für mich. Und ich wollte auch meine vielen lieben YouTuber gern teilhaben lassen an dieser total interessanten Führung. Schreibt mal rein in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Video von eurer Margit. Tschüss!